Herzlich willkommen bei Far Cry. Lang, lang ist her. Ich weiß gar nicht wann. Ihr könnt ja mal gucken, welchem Jahr das erschienen ist. Da oben steht irgendwas von 2004. Ich denke, das wird richtig sein. Das wären dann, summa summarum, jetzt 15 Jahre, verdammt Tag, gell? Wir nehmen eine Kampagne, wir nehmen Mittel. Ach, wir können noch vor. Wir nehmen Mittel. Wir wollen ja so ein bisschen Spaß haben. Und Start. Neues Spiel starten. Damit werden Ihre Speicherpunkte überschrieben. Sind Sie sicher? Hinweis. Sie können ein neues Profil anlegen, um Ihre Speicherpunkte zu erhalten. Weißt du was? Long, long ist her. Lass mal knacken. Okay. Was für ein seltsames Intro. Aber im Endeffekt wurde ja die gesamte Reihe Far Cry. Wurde ja auch crazy. Und das bringt uns dann wohl zu unserer Ausgangssituation in einer Höhle, abgeschlossen von der Umwelt. Schauen wir uns erstmal dumm um. Prost und damit nochmal herzlich willkommen zu Far Cry. Ich habe gerade eben gelesen, 2004. Cool. Ich freue mich. Und das Coole ist, ich sitze hier nicht in der Höhle. Ich habe ein bisschen Kaltgetränk. Ich hoffe, ihr auch. Also gucken wir uns jetzt mal so die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, wie lange es Bock macht, gucken wir uns mal noch ein bisschen an, wie es früher war mit Far Cry. Ja, wie eben schon im Intro erwähnt, ging unsere junge Dame wohl irgendwie im Gewitter auf ihr, wie nennt sich das Ding, Snowspeeder ist das ja nicht, auf jeden Fall auf dieses Ding da und wollte noch ein bisschen Fun haben. Und im Endeffekt, okay, ich war gerade erschrocken, weil das nicht meine Tastatureinstellung war. Aber ist egal. Das hat irgendwen so erzürnt, dass der direkt mit einem Raketenwerfer auf unser Boot geschossen hat. Und hat gesagt, so geht das nicht. Macht euch von meinem Grundstück. Nicht vom Acker, hat er gesagt. Und jetzt haben wir hier natürlich erstmal die Arschkarte. Das ist bestimmt einer der Vorgänger. Dessen Freundin ist halt auch mit irgend so einem Motorschlitten los. Und deswegen wurde das Schiff wohl irgendwie abgeschossen. Ich muss versuchen, von ihr wegzukommen. Ich denke mal, das sind die Gedanken unseres Protagonisten, die wir da gerade vernommen haben. Also folgen wir diesen Gedankengängen einfach mal. Wir versuchen, hier wegzukommen. Ist das cool. Ah, es macht irgendwie Spaß, Freunde. Das ist ganz ehrlich. Wie sie einen hier so an alles ranführen mit Ducken und Krabbeln und warte mal, hier muss ich glaube ich noch irgendwie hier V oder was weiß ich machen. Ach du meine Güte, aus der Hocke kann ich mich nicht hinlegen. Krass. Hier liegt irgendwer, da ist ein Riesenloch und ich glaube auch, das war damals der totale Wow-Effekt. Yeah. Jahre ist es her und erst Ark hat es wieder so einigermaßen rübergebracht, dieses Inselfeeling.
Ja, ist doch so. Wollen wir doch mal ehrlich sein jetzt hier. Okay, wir sind also nicht im angloamerikanischen Bereich unterwegs anscheinend. Irgendwie. Um die Leiter hochzuklettern, die Vorwärtstaste benutzen. Und dann gab es diese... Hör zu, du Drecksack. Wir suchen nach einem Spinner in einem roten Hawaii-Hemd. Wenn du ihn siehst, das werden wir wohl sein, ne? Haben wir uns verstanden? Ja, ja, Sir. Ich bin jetzt weg. Ist ja wie auf der Arbeit. Ist ja wie auf der Arbeit. Warte mal. Drücken Sie Spähen-Taste. Ja, ich dachte, ich hätte was gesehen. Ja, hast du auch. Scheiße. Da haben wir links... Da haben wir so eine Anzeige. Die geht hoch und wird rot, wenn wir ins Sichtfeld quasi kommen. Was zur Hölle war das? Da, ne? Und ich glaube, wir müssen jetzt versuchen, den abzulenken. Haben aber im Moment nichts, um dies zu bewerkstelligen. Das ist blöd. Seltsam. Müssen wir halt gucken. Lass mich vielleicht vorbeikrauchen. Mal gucken, ob er das so macht, der Kerl. Ah ja, wir können gerade vorbei. Ich habe mich gerade mal nach einem Steinchen umgeguckt. Abzulenken. Aha. Komisch, ich dachte, ich hätte was gehört. Du gehörst mir! Nein! Ey, das ist aber jetzt hast übel, du wohl oder? Angst, was? Nein! Ich, Fuck. Verwenden wir das. Hallo? Hören Sie mich? Nehmen Sie das Funkgerät. Ich weiß, dass Sie da sind. Ich habe Sie beobachtet, seit Sie mit Val hier angekommen sind. Wer sind Sie? Ich bin der, der Ihnen das Leben retten wird. Nennen Sie mich einfach Doyle. Warum sollte ich Ihnen trauen? Nun, ich habe Sie nicht verpfiffen, oder? Obwohl das Funkgerät über einen Biosensor verfügt und ich die ganze Zeit über gewusst habe, wo Sie stecken. Schlaues Kerlchen. Guter Einwand. Reden Sie weiter. Hören Sie, Sie müssen von dort verschwinden. Ich helfe Ihnen, aber es bleibt nicht viel Zeit. Es gibt dort einen Ausgang, der zu einem Lager führt. Seien Sie vorsichtig, in dieser Gegend wimmelt es von Söldnern. Bevor ich es vergesse, mein Name ist Jack Carver. Und diesen Namen werde ich so oder so wieder vergessen. Jack Carver. Ich wusste noch, dass er irgendwie Jack heißt, unser... Warum wir reden jetzt her? Unser Protagonist. Und ich glaube, wir können hier dieses Regal umwerfen. Weil da waren wir früher so... Boah, Alter. Heute der totale Standard. Ja. Granate. Okay. Wir wissen ja, wo sie ist. Da ist sie ja, wurde uns ja gerade eben gezeigt. Wer es immer noch nicht weiß, da war sie. So, Verwenden-Taste. Aha. Hey, endlich mal gute Neuigkeiten. Ich empfange Ihr Signal jetzt wesentlich stärker. Schlage vor, dass Sie die Hütten nach Waffen und Ausrüstung durchsuchen. Die Hütten. Glauben Sie mir, Sie werden sie brauchen. Ach, die Hütten, okay. Waffen und Ausrüstung. Wir haben im Moment eine Granate. Wenn ich genau bin... 17 Schuss in einer lauten Handpistole. Da flattern Vögel und ein Hubschraub, Schraub, Schraub. Da unten angelt einer. Und hier ist eben noch jemand langgegangen. Unangenehme Situation, sage ich jetzt mal, mit einem roten Hawaii-Hemd hier im Grünen. Im Grünen. Okay. Ich hätte jetzt gerne ein Messer, damit wir uns wenigstens einigermaßen lautlos. So Sneaky Pete irgendwie. Bleiben Sie in Deckung und vermeiden Sie es, entdeckt zu werden. Sie wollen doch bestimmt nicht, dass die Wachen auf Sie aufmerksam werden. Nein. Aber, na, sagte ich ja gerade. Ja, und wenn, dann müssen wir halt gut schießen. Und können wir auch irgendwie zielen oder so? Keine Ahnung, Freunde. Was habe ich denn mit den Tasten gemacht? Oh, guck mal, da ist einer. Jetzt blöd. Der hockt da nur rum, alles klar. Oh, voll auf dem Präsentierteller hier. Shit. Also die Hütten müssen wir durchsuchen, habe ich jetzt mal so den Eindruck. Damit wir genügend Klamotten und so. Da ist schon was. Oh, und Stiefel. Was ist, wenn hier jemand dran rumhängt? Das kriegen wir ja gar nicht. Sehr blöd. Stiefel tanzen, habt ihr gesehen? Tja. Ja, Amy Merck,
Was? Das ist Army Mode? Aha, Munition. Hast du das gehört? Nein, nein, nein. Wow. Da ist er! Nein. Sag mir überlegt, dass der so doof ist, ne? Da steckst du also. Wow, das hat aber jetzt... Genau zwischen die Augen. Stehen bleiben! Wow. Alter! Da kann ich aber froh sein, dass die KI echt scheiße ist. Ich komme, um dich zu holen! Barbara heißt es eigentlich. Du bist so das gut wie hinüber! Das stammt aus dem Halloween-Film. Wow, fuck, Alter. Hat ja keinen Sinn, was ich veranstalte. Was mit Fass? Da ist aber keiner mehr, ne? Ich hätte gerne so eine Knarre von so einem Typen. Was zur Hölle? Ja, so ein Ding hier. So, genug. Ich zerreiße! In der Luft wolltest du sagen. Vergiss das nicht. Ich werde dich zitieren. Okay. Ah, erstmal raus hier aus dem Lärm. Ein bisschen die Idylle genießen. Da kann euer alter Sack ja mal wieder fucking zufrieden sein, dass die KI hier echt miserabel ist. Und wir haben einen Bug entdeckt. Zeig ihnen, was in dir steckt. Sag ihnen, du hast einen Bug entdeckt. Okay, hier hängen tote Schweine. Besser als tote Menschen, auf jeden Fall. Oh. Das war alles damals so derbe Wow. Man kann es sich eventuell noch so ungefähr vorstellen, aber beim besten Willen nicht mehr verstehen. Ab jetzt steht Ihnen eine provisorische Peilmarke zur Verfügung. Peilmarke, so ah ja. Ungefähr, in welche Richtung Sie gehen müssen. So, wir haben Wumme, wir haben Zimmer, aber wir haben immer noch kein Messer. Und hier gab es doch bestimmt auch irgendwo ein Messer. Ich wollte hier halt nur nicht mehr zu dieser Knarre. Die hat mich jetzt echt angenervt. Eieiei. Ja, auch durch, Munition, bla bla. Eigentlich noch eine Hütte, die hier, ne? Aber da waren wir doch jetzt auch gerade drin. Die hängen halt mit Schweine. Okay, ne, dann ist gut. Ah, warte mal, was ist denn? Doch, da haben wir doch auch rein. Haben wir auch geguckt. Alles klar. So, da oben haben wir ein Hütchen. Da haben wir so einen Hochstand. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Ich weiß ja nie, was hier so abgeht. Oh, wie duckt er sich denn? Ah, okay. Das ging gerade so zack. Ah, ja. Benutzen Sie das Fernglas, um die Umgebung zu beobachten. Das Fernglas verfügt über einen digitalen Klangschlager und ein Bewegungsüberwachungssystem. Dr. Krieger hat jeden auf der Insel mit einem Peilsignal versehen, das schön. Naja, und der Rest ist Geschichte, ne? So ist es dann immer weitergegangen. Vor 15 Jahren hat es angefangen. Mittlerweile ist sowas von crazy und abgedreht. Da auf diesem Turm ist bestimmt einer, ne? Oh, wir bleiben mal in der Hocke. Brauchen wir? Na, eigentlich bräuchten wir, ne? Wir haben ja gut auf die Fresse gekriegt. Ich hätte gern irgendwie einen Schalldämpfer für die Knarre. Oder wie halt gesagt, ein Messer. Wo ist denn unser neuer Point of Interest? Ach, da hinten. Fuck. Das wird hart. Und wir können ja auch nicht einfach speichern. Wir haben ja Speicherpunkte. Kein guter Sound. Oh, schon ziemlich gutes Fernglas. Er ist aber kein Scharfschütze, schon mal gut. Er anscheinend auch nicht. Wir müssen hinter das Lager. Ja,
Familie Frosch meint, oh, schwimmen, cool. Ja, werden wir auch tun, bestimmt. Die Musik ist nicht gut. Normalerweise ist das so Musik, dass man entdeckt wurde. Wow. Echt cool. Echt hübsch. Sie sollten versuchen, sich eines der Fahrzeuge zu schnappen und damit zur Hubschrauber-Tankstation fahren. Sie befindet sich auf der anderen Seite der Insel. Von dort aus können Sie eines der Boote benutzen, um zu entkommen. Sobald wir uns getroffen haben, helfe ich Ihnen dabei, Welt zu retten. Ist aber vielleicht blöd. Also ich glaube, ich komme hier gar nicht hoch, ne? Ich soll mir halt jetzt irgendeinen Töff-Töff da aus dem Lager schnappen. Und dann da irgendwie aufbrechen. Schön, 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 schön. Alter Falter. Ein bisschen matschig die Textur, oder? Ist noch nicht ganz wach. Hat noch nicht bemerkt, dass wir in der Nähe sind. Hat sich noch nicht getraut, geladen zu werden. Okay, probieren wir mal da hochzukommen. Ich muss mal eben was schauen, weil das ist ja wohl ein Hammer. Das ist ja echt ein Hammer. Erweiterte Optionen. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr hoch. Nehmen. Das ist tatsächlich die höchste Grafikqualität. Wie geil. Also jetzt ohne Mod oder sonst irgendwelche Inni-Hacks oder so. Schon krass. Alles klar, hier sollten wir aber eventuell nochmal die Lage checken, ne? Wir sind hier im Dschungel, Mann. Das ist so geil, dass ich die spreche teilweise. Du machst dich nur selbst verrückt. Hubschraub, okay. Irgendwo ein Radio oder so. Mann, ist das heiß. Okay, dann können wir da mal hin aufbrechen. Ne? Kommen wir denn überhaupt runter, ohne uns die Beine zu brechen, weil wir gerade was mit Brechen irgendwie in den Mund genommen haben? Fiel mir ein, dass wir hier auch irgendwie Probleme haben mit irgendwelchen Höhenunterschieden eventuell. Ja, aber geht. Sollte ein bisschen mehr auf den Ausdauerbalken achten. Wir müssen quasi mitten in die Höhle des Löwen, wie geil. Entschuldigen, aber das muss sein. Steuerung. Bum, 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 bum. Liegen, laufen, wechseln, dann halt. Links, spielen, rechts. Verwenden, anhalten. Taschenlampe, Fernglas. Was? Nachladen, ja. Was? Okay, alles klar. Und da habe ich hier kein Kimmelkorn irgendwie. Muss der doch haben. Liegen, laufen, wechseln, spähen, bla bla. Sieht nicht so aus. Das heißt, irritiert mich, dass hier keine Bepflanzung drauf ist. Ich kann kaum glauben, dass das so war. Aber scheint was so. Ich habe immer noch keine.
kein Messer. Ich kann doch hier nicht mit der dicken Knarre rumballern, ey. Hier sind, was weiß ich, 20 Leute. Hier ist so ein Alarmding. Dass man, glaube ich, zur jetzigen Zeit noch gar nicht... Fuck. Dass man zur jetzigen Zeit, glaube ich, noch gar nicht deaktivieren kann. Also ich meine, jetzigen Zeit in dieser Folge von Far Cry. Da war ja noch nicht klar, dass es... Was? Alter. Oh, hier komme ich noch mit der Karte rein. Ich esse nicht. Ich habe schon gegessen. Können wir das abschalten? Du da, es ist in dem Hemd. Ah ja, können wir abschalten. Du da in dem Hemd. Wie gehört. Du da, in dem Hemd. Du bist erledigt, Mann. Alter, kann ich ein... Ich kann echt nur vom Glück sprechen. Ist alles okay? Was? Ob alles okay ist? Alter. So, haben wir ja super die Gegend erspäht, ausgespäht. Haben wir echt gut hinbekommen. Ja, voll ein auf Sneak. Der schießt hier durch das Zelt, der Arsch. Fuck. Ich weiß, wo du bist. Alter. Ich müsste doch schon lange im Arsch sein, ey. Naja, bin ich ja auch schon fast. Dich zerreiße ich in der Luft. Wow, das hat sich aber jetzt nach einer Granate irgendwie, ne? Hey, du willst noch mehr? Da gibt's was. Nimm das. Wo rennt er hin? Echt jetzt was verlassen? Warum schießt er denn dagegen den Baum? Der hat doch nichts. Also ich meine, der hat ihm noch nichts getan. Du bist tot, Mann. Toast heißt das. Toast. Oh. Du bist erledigt, Mann. Ja, das stimmt schon. In gewisser Weise könntest da du damit jetzt... Da steckst du also. Was? Du gehörst was? Wo war er denn? Der stand doch draußen vor der Tür. Drecksack. Los. Lasst uns hineingehen. Oh, gute Nacht, weiser Kadaver. Sorry, ich war gerade sehr abgelenkt. Schlaf gut. Träum süß. Und ich baller noch ein bisschen. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben an der Hütte. Heiliges Blech, ne? Da können wir eigentlich sofort irgendwie hier voll den Action machen. Das Fernglas verfügt über einen digitalen Krankenlager und ein Bewegungsüberwachungssystem. Ah, das ist natürlich blöd. Das ist natürlich blöd. Aha. Steuerung. Bäm, 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 bäm. Cryvision ist das. Cryvision, nein, ist nicht Cryvision. Wusste ich es doch. Fernglas, und da hab ich Döfchen das Ding draufgelegt. Na ja, gut, okay, dann müssen wir das anders machen. Pass mal auf. Zoom nannte sich das. Du. Das. Da. So. Sehen, dass sich mit dem Fernglas verfolgen lässt. Ziemlich praktisch. Und es sind eigentlich gar nicht so viele Leute. Es sind ja nur so ungefähr 20 Stück. Ah, fuck. Ich würde echt gerne irgendwie ein bisschen leise erledigen. Dom auf dem Turm ist einer. Nun gut, er wird mich nicht sehen, wenn ich hier angeschwommen komme. Fischli. Sie sollten versuchen, sich eines der Fahrzeuge zu schnappen und damit zur Hubschrauber-Tankstelle zu fahren.
Seite der Insel. Ah, hier kommen wir natürlich sehr cool hoch. Brauchen wir ein paar Foundations. Okay. So, wo war denn der Turm? Direkt vor uns irgendwie, ne? Da. Ich hoffe mal, wir haben hier alle entdeckt. Ah, da wurde gerade gespeichert. Was war das? Nichts. Du hast Schnapp nichts ihn! Gesehen. So, die Granate haben wir eingesammelt. Okay, Alarmstufe, das sind wohl wir. Die Lindy, die scheinen sich alle nach rechts irgendwie von mir zu haben. Schon mal von oben nicht mehr so ganz arg. Ist da aber irgendwo einer. Und links kommt auch einer. Fuck. Hey! Hat das jetzt ein Ende? Für dich hat das jetzt ein Ende. Ja, stimmt. Irgendwie schon. Die eine oder andere Art. Na? Okay, dann kann ich ja mal nachladen, ne? So, da muss ja jetzt noch einer hier rumsitzen. Du bist das! Da. Dich nehme ich auseinander! Oh, damit könntest du sogar fast recht haben. So, haben wir das. Okay, also die Musik sagt ram da 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 dam, wir haben es soweit. Weiß nicht, ob es sich da lohnt, da oben mal reinzugreifen. Bin an ihm dran! Wow. Ich nehme mich auseinander! Wir müssen verdammt aufpassen mit diesen blöden Zelten. Ja, ja! Ja, ja! Ach du meine Güte. Friss Blei! Wie gefällt dir denn das hier? Verwenden das, hab ich mal anders hingelegt. Der schießt schon wieder durchs Zelt, der Sack. Ja! Ich nehme mich Stück. Ich meine, durch eine Zeltwand lasse ich mir noch gefallen, aber Doppelzeltwandschuss ist echt gemein. Ein Doppelzeltwandschuss. Pass mal auf, also hier Optionensteuerung habe ich natürlich auch wieder super gemacht irgendwie. Ducken, springen, rechts, links, spähen, laufen, liegen, chat, ist Blödsinn. Da verwenden wir es doch. Bäm. So. Kurz bevor der diesen Alarm da ausgelöst hat. Mensch. Ja, brauchen wir nicht. Gut. Armory. Ja, hier brauchen wir doch bestimmt irgendwie diese komische Karte, verdammte Hacke, für die Tür hier. Kriegen wir doch bestimmt noch irgendwas Gutes. Müssen wir mal schauen, wo wir die herbekommen. Ah, ein Fahrzeug sollen wir nehmen. Alles klar. Da wäre auch nochmal so ein Fernglas gewesen. Okay. Bam, bam. Karte. Wir haben die Karte. Achso, keine Ausdauer mehr. Du bist so gut wie tot.
Haben wir? Ja. Sehr schön. Meine Güte. So. Locked off, locked in. Haben wir. Knarre. Schön nochmal nachladen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr. So. Schön durchladen. Wir haben ja gerade mal zwei verschiedene Waffen. Ich würde gerne raus hier. Da war mal. Oh, danke. Cool, was, also nächstes Ziel, Auto nehmen. Und da muss man sich mal vorstellen, ne? Vor 15 Jahren hier mal einfach so eine... Ich glaube, dass Sie well in der alten Flugzeugträger-Tankstation festhalten. Karre einsteigen und losfahren. Geil. Ist schon ganz schön hügelig und schügelig. Aber man gewöhnt sich dran. Ich glaube, man hat auch irgendwie... eine andere Ansicht, aber wir nutzen das jetzt mal so hier. Meine Güte, wird er mir schlecht. Da war gespeichert. Oh, warte mal, was? Ach, guck mal. Wieso? Wo ist hier? Ach, da. Hey, du! Oh! Hier ist ja auch noch ein Bewohner. Wow. Jo, den da oben haben wir, ne? Mal beide? Nee, nicht ganz. Okay, jetzt aber. Alter Falter. Haben wir. Andere Karre. Ja, ist eigentlich dieselbe, ne? Dann nehmen wir den hier weiter. Wo sollen wir hin? Was? Okay, ja, dann testen wir das mal. Diesen komischen Kompass da zu folgen. Kommen wir nicht von hier? Keine Ahnung. Wow. Alter, Hilfe! Kommen wir doch her? Ja! Oh, oh. Er hat auch die richtige Antwort gegeben. Ja! Das Auto ist auch schon ein bisschen kaputt irgendwie. Eventuell hier hochgemusst, ne? Wow. Okay, nicht hier lang, sondern eher da lang. Alter Falter, das geht ja. Wow. Wo sind wir denn hier? Aha. Okay. Überreste einer vergangenen Zivilisation, Freunde. Die Dharma-Initiative. Ab und an ruckelt das. Was für eine Frechheit. Oh. Okay. So, jetzt aber. Irgendwie muss das doch zu bewerkstelligen sein, verdammte Hacke. Hier durch und dadurch. Yeah. Wow. Ach, guck mal. Ah ja, das wollte ich mal eben wissen. Und das hat sich ja auch durch die gesamte... Das haben wir nicht mal überlegt, ne? Was Far Cry jetzt ist und hier? Krass. Krasse Entwicklung. Ziemlich cool, schräge Entwicklung, weil das war ja auch hier schon der Fall. Man denkt ja zuerst, man wäre irgendwie hier mit dem Typen da allein beschäftigt irgendwie. Oh shit, jetzt geht's bestimmt gleich böse ab. Ach, jetzt kommen wir noch... Achtung, meine Güte, von überall her. Auch noch vom Wasser. Vom Wasser zu Lande und zur Luft, oder was? Okay. Bin ich wohl leicht jetzt... Oh, Alter! Bin ich wohl leicht aus der Hose geschossen worden. Geil. Laden. Heiliges Blechle. Ja,
Warum sinniert der Alte, sag mal, so ein bisschen über, wie das damals war? Was man damals noch so fand. Und wie Far Cry heutzutage abgeht. Aber ich glaube, ich kann mich sogar an die Situation erinnern. Man kann der zwar jetzt nicht unbedingt super entrinnen, aber man kann hier so ein bisschen schon mal von diesen Raketen vom Boot wegkommen. Verstehst du? Ja, oder auch nicht. Ich habe mich trotzdem gekriegt. Schweine. Boah, aber sowas von. Ja, du wirst doch dann langsam machen. Pass mal auf, das machen wir anders. Yeah. Heiliges Blechle, was geht denn hier ab? Ich gehe echt am Stock. Was geht denn hier ab, Mensch? Ich zerreiße. Ach, jetzt habe ich auch noch. Nee, ne? Echt? Voll den fucking Speicherpunkt erwischt. Oh, das ist übel. Was war das? Schnapp ihn! Ich voll im Kampf steht er da rum und raucht erstmal eine Zigarette und fragt sich dann. Oh, hoffentlich liegt die Granate noch bei ihm. Ja, sie lag noch bei ihm. Und fragt sich dann, was war das? Wie geil. Eieieiei. So. Wie geht's mir denn? Scheiße, geht's mir. Das ist nicht gut. Ich hoffe, das Boot wird nicht auf mich aufmerksam. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Neues Auto weiß ich auch nicht. Also kann ich mir im Moment nicht leisten. Ne? Ah, fuck. Schon wieder irgendwer am Ballern. Ich mache erstmal, dass ich hier die Kurve kriege. Und dann mal eben durchs Fernglas spinksen, dass wir eventuell hier so ein Blicksymbol bekommen. Das dürfte das Boot sein. Damit wir so ungefähr wissen, wo jemand her schießen könnte. Und dann tut ja mit niemand. Doch, da. Heieieiei. Okay. Schön. Nichts dabei. Schweinerei. Hinten links ist wohl auch noch jemand. Eis auf uns. Okay. Wir scheinen wohl auf dieses Boot zu müssen. Spiel gespeichert. Okay, Doyle, ich sehe den Flugzeugträger. Aber wie komme ich da rein? Ich war zwar nur einmal dort, aber ich glaube, er hat an der Seite ein Loch, durch das man in das Innere gelangen kann. Mhm. Auf dem Weg. Uiuiui. Crazy. Oh, da oben sehe ich mich aber Typen. Muss ich aufpassen. Wenn der eine patrouilliert, ich weiß nicht, wohin er guckt hier so richtig. Was? Ein Boot! Ei. Ich tüdel da mit den Typen da oben rum und dann werde ich von dem Boot umgefahren, verstehst du? Ei! Ich komme ja mit nichts mehr als Leben da an. Ich glaube, wäre besser, ich würde einen Speicherpunkt irgendwie und so, verstehst du? Da ist er! Achtung, Entdeckung! Was? Achtung? Oh! Okay. Was war das? Was war das? Meine Güte. Verdammt, ich sitze fest. Jack, okay. Versuchen Sie nach oben zu gelangen. Vom Oberdeck aus sollten Sie Zugriff auf ein Boot haben. Halten Sie im Flugzeugträger Ausschau nach Val. Wir müssen unbedingt wissen, wo Sie sie hinbringen. Eieieiei. Halten Sie Ausschau nach Val. Noch nicht mal irgendwie. Mir noch nicht mal irgendwie eine Taschenlampe oder so. Habe ich den Eindruck.
Ach, stimmt ja. Wir hängen ja hier so fest. Wir sind ja... Aber dafür haben wir neues Leben und so. Das ist geil. Crow reißt uns den Arsch auf, wenn wir den Kerl nicht finden. Ich verstehe das einfach nicht. Was ist denn hier los? Ich dachte mir, bevor hier irgendwie... Verstehst du? Bin mir aber im Moment nicht so ganz sicher, woher die kommen. Aha. Keine Bewegung! Das war aber sofort das Böschchen. Jetzt krieg ich dich! Okay. Hat mich. Achtung an alle. Wir befinden uns auf höchster Alarmstufe. Melden Sie alle. Öffne die Tür mit der verwendeten Taste. Das ist aber jetzt unangenehm. Pullenkram. Ob es hier auch so ein Alarmsystem gibt? Weiß nicht. Hier sind wir reingekommen, ne? Jo. Keine Anzeige auf unserem Radar. Ayuiuiui. Hast du was gesehen? Da haben wir doch eh schon mal reingeguckt, oder? Wie gefällt dir das? Mit dem Alarm. Hey, oh! Fuck. Mach den scheiß Alarm aus, Mensch. Lass einfach da mit so einem Krach. Die Leute wollen schlafen. Sehr schön. Ein bisschen Heilung. Meine Güte, der wackelt ja mehr als so ein Zombie bei Doom. Wo sind die hergekommen? An alle. Es wurde ein Eindringling gesichtet. Er ist von mittelgroßer Statur mit einem roten Hawaii-Hemd bekleidet. Ja. Der Eindringling ist bewaffnet und gefährlich. Die Anwendung von Schusswaffen. Öffnen Sie die Tür mit der Wand. Ich weiß nicht, ob das Gitter hier kaputt geht. Verdammt! Ich bin so blind. Stört ein bisschen, wisst ihr? Beim Telefonieren. Guck mal, da sind diese Dinger, die wir auch bei Satisfactory herstellen. Medizin. Ah, da sind wir reingehuscht. Ah, hier sind wir durch. Da sind wir hier reingehuscht. Dann sind wir da rausgeknordelt. Und dann müssen wir hier rüber, wa? Die bum, die bum, bum, die bum, die bum, bum. Oh, wir hätten ja noch weiter knüllen können. Hören Sie, Jack. Ich tue mein Bestes, um Sie und Ihre Gegner zu hauen, aber das ganze Metall hört Ihr Signal. Sie sind so gut wie auf sich allein gestellt. Na, wenn das nicht eine gute Nachricht ist. Ich wollte gerade sagen, also wenn das mal eine Neuigkeit wäre. Das glaub ich weniger. Jegliche verdächtige Aktivitäten sind von Ihnen unverzüglich Ihren Vorgesetzten zu melden. Wo ist mein Vorgesetzter? Dem muss ich was melden. Hier ist nämlich echt was Verdächtiges voll am Laufen. Hier ist ein Typ im roten Hawaii-Hemd irgendwie unterwegs und der hat voll hier meine ganzen Kumpels
die ich eigentlich auch immer zum Skat spielen und Kniffelabend und so brauche, hat er alle tot gemacht, ne? Das ist so völlig unnötig. Nein! Hat er alle tot gemacht, ne? Jo, Hammer. Nein, es sei denn, sie hat sich als Söldner verkleidet und versucht, mich umzubringen. Naja. Waren also jetzt eine lustige Anspielung. Ja, ich glaube, das war diese komische. Wird hier ganz schön viel krabbeln können. Siehst du so was? Voll ein auf Silent Hill oder so. Oder siehst du das auch? Sam Fisher machen. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Kabel. Was denn? Ich bin wohl einfach zu nervös. Ja, bist du. Das war bestimmt nicht die Aufregung wert. Soll mir doch egal sein, was das war. Keine Ahnung, was das nun wieder war. Ich kann nicht sehen! Ach ja, ich dachte gerade, ich könnte hier auch noch die Granaten abschalten. Ich könnte eigentlich die Granaten schaffen. Jetzt krieg ich dich. Kann ich auch bestimmt irgendwie. Im Moment, kein Plan. Zumindest schon mal cool, den Schussmodus umschalten zu können. Ich komme, um dich zu holen. Aber was zur Hölle? Da steckst du. Du bist so gut wie erledigt. Na, Logo. Komm hier rein. Nee. Oh, mal ein bisschen was für Health. Wäre echt geil. Oh, Freunde. Wow. Sehr unangenehm. Letzter Speicherpunkt. Oh, Mann, ey. Krass, krass, krass. Oh Mann! Ich hab einen Bug entdeckt! So wie immer! Hast du ja, das gehört? Wir machen noch nicht mehr lang, würde ich sagen. Was ist denn hier los? Er läuft einfach weg. Er läuft einfach weg! Na, bleib hier! Was ist denn hier los? Das ist für dich! Passen, weil. Achso, okay. Ist ja auch noch. Ey, das stimmt ja. Eieiei, übel. Hey, ist alles okay? Soll ich mal ein bisschen in den Bauch schießen? Dann haben wir doch hier oben. Da auch noch. Ach, meine Güte. Hier ist ja Party von überall her. Da oben. Ja, was soll ich sagen? Allzu lang machen wir aber auch nicht mehr. Nur noch 5 Minuten irgendwie. Ich hab Bug entdeckt. Na egal. Aber wie kann ich denn die Granaten umschalten? Mal gucken. Da nicht, das da war nicht, bestimmt nicht die Aufregung wert. Geh, damit werf ich die. Okay, na dann. Alter, ich sehe den kaum. Das ist ein Pixel hier auf meinem Bildschirm. Okay. Was ist denn hier los? Eieieiei. Und der hat da so eine fette Wumme. Ups. Was macht er da? Ah, ich kann so von Glück sprechen, dass die KI so dumm ist. Sonst hätte ich ja überhaupt keine Schnitte, Freunde. Mal tief durchatmen und so langsam.
das Ende einläuten. Also einmal mein Ende und einmal das Ende vom Stream. Aber ich glaube, wir versuchen hier noch durchzukommen. Und eine Schicht im Schacht, Freunde. Und dann entlasse ich euch in euer wohlverdientes Wochenende. Kann ich eigentlich mit irgendwie agieren? So, alle wach. Scheibenkleister. Aber echt super interessant, das jetzt nochmal zu spielen. Ja, und quasi so diese Vergleiche ziehen zu können. Man stirbt genauso häufig wie in den anderen Games. Ja gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's erstmal für heute für die Oldies but Goldies. War ein bisschen viel Doom, war ein bisschen Far Cry. Und wenn ich jetzt noch richtig Energie hätte, würden wir noch was machen. Aber ich kann nicht mehr. Ich bin ehrlich durch. War angenehm. War super interessant. Und ich muss sagen, Far Cry ist schlechter gealtert als Doom. Wobei ich natürlich anmerken muss, bei Doom handelt es sich ja um eine refurbished Version. Sagen wir mal so. Naja, wie dem auch sei. Ich wünsche einen wunderschönen restlichen Freitagabend. Kommt gut ins Wochenende. Passt auf euch auf. Gute Nacht. Euer Johnny Boy, die Fool. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss.